Roger Federer ist bei den US Open unerwartet im Viertelfinale ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz verlor in New York gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 6:3, 4:6, 6:3, 4:6 und 2:6. Eine Verletzung behinderte den Rekord-Grand-Slam-Turniersieger. Im fünften Satz war Federer völlig chancenlos. Mit dem ersten Matchball machte Dimitrov die Überraschung perfekt. Der Russe Daniil Medvedev hat bei den US Open seinen Siegeszug fortgesetzt und erstmals in seiner Tenniskarriere bei einem Grand-Slam-Turnier das Halbfinale erreicht. Der 23-Jährige setzte sich gegen den Schweizer Stan Wawrinka mit 7:6, 6:3, 3:6 und 6:1 durch und ist beim letzten Grand Slam der Saison der jüngste Halbfinalteilnehmer seit Novak Djokovic vor 9 Jahren.